alle da? Müsst ihr wissen, ihr wart eben schon zusammen. Wo wart ihr eben gewesen? Welche Station? Gary. Ihr wart also die Krachmacher. Yep. Okay, jetzt werdet ihr gleich mal erleben, wie das ist, wenn wir hier arbeiten möchten und die anderen machen Krach. Ja? Okay, recht schönen guten Morgen. Darf ich euch begrüßen bei dem Stand, ja, der Sonderschutzfahrzeuge hier bei den Geldtransportern. Kurz zu meiner Person. Ich bin der Thorsten Haag, komme von der Berufsfeuerwehr Wiesbaden und bin seit 2005 im Ausbilderteam der Firma Weber tätig. Gut, mein Name ist Frans van Maurik aus Holland, Niederlande, Utrecht und schon 4 Jahre bin Weber-Team. Ja, ich bin Kevin Sündermann, komme hier direkt aus der Nähe von Bremen. Ich bin seit 3 Jahren im Weber-Ausbilderteam und ja, ich denke, wir werden heute ein bisschen Spaß hier haben. Ja, mein Name ist Andreas Kopp, komme aus Böblingen, der Nähe von Stuttgart, seit 3 Jahren im Ausbilderteam. Und ich bin der Raphael, komme aus Frankreich, freiwillige Feuerwehr in Frankreich und Brandschutzingenieur bei der Firma Peugeot Citroën. Gut. Wir werden jetzt die Gruppe teilen. Ja? In 2 Gruppen, weil sonst macht das keinen Sinn. An 2 verschiedene Objekte. Wo wollt ihr teilen? Vielleicht die Sprache zusammenbringen. Die englische und die deutsche Sprache zusammen. Ja. Und ein bisschen Deutsch dabei. Nee, ja. Gleiche Gruppe wie eben. Das haben wir eben auch schon gemacht. Habt ihr auch schon geteilt? Ja. Okay. Die dann gleiche ihr Gruppe wie bei der Gary. Ja. Also, ein Teil kommt mit mir, ein Teil geht mit Franz. Okay. Ja. Okay. Ja, okay. Und mir geht aber trotzdem in die Heckseite rein. Ist das so, ja? Nee. Wollte gerade sagen, also halbe. Sieht anders aus. Jetzt sind wir komplett. Okay. Also, hier sprechen wir alle Deutsch oder verstehen zumindest Deutsch. Ja? Wunderbar. Okay. Also, was wir jetzt machen wollen, ist, wir haben hier unser Sonderschutzfahrzeug, in diesem Fall einen Geldtransporter. Und wir wollen erst Zugang dazu schaffen. Also, wir wollen irgendwie an den Patienten rankommen. Wir werden an diesen beiden Stationen 2 verschiedene Varianten durchspielen. Wir gehen als erstes über die Hecktüren und gucken mal, inwieweit wir da reinkommen und inwieweit das verstärkt ist. Damit fangen wir an. Dazu bräuchten wir vielleicht vorher noch eine Art Gruppenführer, der so ein bisschen die Leute einteilt. Jetzt nicht irgendwie große taktische Befehle oder sonst irgendwas, sondern nur jemanden, der einmal kurz kleiner Ansprechpartner für uns ist und seine Gruppe so ein bisschen im Griff hat. Jemand freiwillig dabei? Nicht so viel auf einmal? Ich hab den schon. Du machst das? Super. Alles klar, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir fangen an, standardmäßig, ne, wie man es kennt, vorgehen bei Kleintransportern. Erstzugang über die Heckklappe. Wir nehmen diesen Transporter hier neben uns und nehmen die Hecktüren als ersten Zugang. Die Parallelmaßnahmen, was er eben schon gesagt hat, generell, wie beim Verkehrsunfall, führen wir natürlich auch hier durch, gell? Also, das was vom Standard-Einsatzregeln her ist, stabilisieren, sichern etc., ja, führen wir durch. Da ist unser Geräteablageplatz. Und dann würde ich sagen, teil einfach ein, sodass wir ein bisschen kundenbunt gemischt sind und dann legen wir los. Pass auf, das wirst du eingeteilt. Oder wie viel sind wir überhaupt? Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 5. Also machen wir 2er-Trupps. Ihr 4, stabilisiert das Fahrzeug. Die nächsten 4, wer ist da noch? Du auch noch? Oder mehr? Die nächsten 4 machen den Zugang. Und die überbleiben, die unterstützen die beide. Ja? 2 Mann zu denen, die unterbauen und 2 Mann, die Tür aufmachen. Denk an, was du sagst, der hört alles mit. Falsche Kiste.
muss jetzt wirklich herausfinden. Ich würde die Tür abschneiden, dann hätte ich die Tür schon. Ja, wir versuchen mal, ne, die Tür aufzumachen. Ja. Alles klar. Okay, müssen wir nur erstmal starten. Gut, gucken wir, ob wir die andere Tür auch noch aufbekommen. Aber den Effekt sehen wir schon, was passiert ist. Nämlich, was dahinter steckt. Eine massive Wand. Bitte? Eine massive Wand. Also spätestens hier würde man jetzt schon sagen, okay, das ist der falsche Weg. Aber nur, dass jetzt ersichtlich ist, machen wir den zweiten Flügel auch noch auf. Schwer, eben die Tür aufzumachen. Das Fahrzeug ist ein Fahrzeug der Schutzklasse B4. Ne, ihr saßt gestern in der Theorie beim Thorsten. Wir sehen aber einfach, und eben der eine Kollege, ich weiß nicht, wer es war, du warst es, glaube ich, sagte schon, ja, das Fahrzeug oder die Türen können nicht so verstärkt sein, sonst wäre da nicht so eine Beule drin. Ne, aber wir sehen einfach, nein, die Türen gehen relativ einfach auf, aber jetzt kriegen wir ein Problem. Der Effekt ist also, hier würden wir jetzt weiter vorgehen, würden wir hier jetzt weiter aus durcharbeiten? Bringt nichts. Bringt nichts, ne? Genau, weil das Fahrzeug an sich, hier wäre sogar eventuell noch eine kleine Knautschzone, falls jemand mal hinten drauf fährt. Das Einzige, was da geschützt wird, in diesem Fall hier hinten, das ist das Ladegut hier drin. Und von daher brauchen die Türen nicht gesichert sein, weil wir haben hier nochmal eine extra Wand drin. Das ist also der Effekt, aha, wir kommen zwar in die Hecktüren rein, aber dann nicht weiter. Einfach mal so drüber nachdenken, wenn ich so ein Fahrzeug habe, ich habe hier auf einmal eine Wand. Das ist es im Prinzip. Ist noch was? Ist es nicht eigentlich immer am besten, da durchzugehen, wo auch das Personal des Fahrzeugs reingeht, weil alles andere bringt ja nichts. Das ist richtig. Natürlich. Wir werden gleich einfach mal tauschen aufgrund der zwei Gruppen. Die andere Gruppe geht anderweitig rein. Wir wollen einfach nur mal aufzeigen, dass das jedem bewusst ist. Bei so einem Transporter, bei so einem, ich sage mal, Geldtransporter, wie in dem Fall, brauchen wir über die Heckseite gar nicht erst anfangen. Ja? Dass jeder mal sieht, es sind keine Scheiben drin, ich kann nicht reinschauen, ja? Wenn die Tür so nicht zu öffnen ist, bevor irgendwelche Parallelmaßnahmen laufen, dass ich jetzt hingehe und sage, okay, wir können ja in der Zeit vielleicht von hinten schon mal reingehen, dass die Sache nicht wert ist. Das ist eine ganz klare Sackgasse für uns. Ja? Das soll der Aha-Effekt im Endeffekt sein. Logischerweise, jetzt haben wir das gesehen, wissen wir für die Zukunft, da gehen wir nicht dran. Ja? Aber trotz allem, ja, wie sage ich immer so schön, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja? Das parallel oder währenddessen, wenn ich auch den Fahrer oder derjenige, der da drin eingeschlossen, der eingeklemmt ist, ansprechbar ist, ja, kann ich schon mal fragen, Nachgang, entweder mit dem Schlüssel oder sonst was, wo komme ich überhaupt noch dran? Ja? Beziehungsweise, was verbirgt sich denn dahinter?
kommen vielleicht irgendwann mal durch ein Fahrzeug, wo vielleicht doch eine Öffnung vorhanden ist oder wo eine Möglichkeit wäre, in den Innenraum reinzukommen. Ja? Also, nur dass wir es einfach mal gesehen haben. Schauen wir gerade mal, wie weit der Franz ist. Ich gucke gerade mal. Wie weit seid ihr? Bitte? Die Schiebetür, da nicht draußen. Das ist ein Geldtransporter, ein Wertpapiertransporter. Da wird man nichts sagen. Gut, gehen wir mal an die Seite hier, an die Schiebetür von dem Fahrzeug. Gerade das, was man so erwartet, ne? Ganz normalen Transporter, ganz normale Tür mit dem Schiebeelement. Schon können wir in die Innenseite des Fahrzeugs reinschauen. Es wäre also die Sache wert, den Erstzugang, wenn die Tür nicht zu öffnen gehen, hier reinzugehen. Wie würden wir die Tür öffnen, wenn wir jetzt ganz normalen Weg nicht aufbekämen und hätten keinen Schlüssel? Bitte? Über das Schloss, ganz wichtig, hinten über das Schloss, ja? Wie allgemein beim Transporter immer daran denken, nicht nur weil hier der Schlüssel dementsprechend reinpasst, beziehungsweise der Schließmechanismus ist, das Schloss ist hier hinten. In der Regel sieht es bei den Fahrzeugen sogar noch so aus, dass ein Stück weit Kosmetik an dem Fahrzeug dran ist, nämlich ganz einfach, dass hier eine Plastikverkleidung oder sonst was ist, ganz einfach mit dem Hebewerkzeug oder sonst irgendwas da dran zu gehen, die Plastikverkleidung weg und hier, das macht die andere Gruppe drüber, wir tauschen das immer, gucken wir anschließend uns an, ist es relativ einfach, die Tür wegzubekommen. Nur eins zu bedenken, wenn die Tür aus dem Schiebeelement draußen ist, ja, ist hier oben meistens nur eingehängt, kommt raus und hier unten nochmal festgehakt. Das heißt also, die Tür wird in diese Richtung abknicken. Ist ein Kollege bei uns in der beheimateten Feuerwehr schon passiert, dass er beim Transporter, beim Verkehrsunfall hier mit dem Spreizer gestanden hat, hat damit nicht gerechnet, weil es ja keine normale Tür ist mit Scharniere dementsprechend. Die Tür knallt runter, er knallt mit der Kante auf den Unterarm, der Unterarm war durch. Weil die ganz unglücklich dementsprechend runtergekommen ist. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja? Das wäre dann dementsprechend hier Mittel der Wahl. Hier haben wir einen relativ schnellen Zugang, einen einfachen Zugang, für in die Fahrgastzelle reinzukommen. Da ist der Boden verzogen, ja genau. Der Rost macht es möglich. Das ist eine ganze normale Tür. Hier auch wieder relativ einfach denken. Erstmal ganz klar. Haben wir einen Schlüssel, haben wir eine Möglichkeit, von dem Schlüssel zu bekommen, da reinzugehen. Sollte das nicht der Fall sein, bevor ich jetzt hier anfange, mit Spreizer irgendwo groß zu arbeiten, ja, irgendwann komme ich da rein. Sag einfach mal, eine FH-Tür würde ich auch nicht hingehen, würde mit dem Spreizer irgendwo versuchen aufzumachen, sondern erstmal einen einfachen Weg. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich hier hin und sage, alles klar, ich habe einen Haarlift dabei, ich habe einen Ziehfix, ich nutze mir parallel dazu die Maßnahmen, gehen wir von aus, der Fahrer ist drin, da vorne wird ein Trupp arbeiten, parallel dazu hier hinten, ja, um Zugang zu bekommen. Ich ziehe den Zylinder, mache die Tür auf. Ja, Zylinder gezogen, Neubauschlüssel, die Tür ist auf. Den Mechanismus habe ich noch gegeben. Ja. Oder der zweite Step wäre, ich gehe entweder mit irgendeiner Säbelsäge oder mit einem Trennschleifer hin und gehe hier hinten an die Bänder. Und je nachdem, wie die Bänder aussehen, kann ich auch hingehen, kann gucken, dass ich irgendwie mit dem Durchschlag, mit dem Hammer ganz einfach die Stifte rauskriege und so die Tür rausnehme. Wir haben das Wunder erlebt bei der Gruppe. Der erste Gedanke ist immer, ja, schwere Tür aus Metall, nehmen wir den Spreizer. Irgendwann kriege ich die zwar auf, ja, aber es kann passieren, dass ich mir da dran wirklich die Zähne ausbeiße. Mit der Abrutsche nach, das ganze Ding ist verzogen, immer den Weg des geringsten Widerstands gehen. Also Mittel der Wahl, entweder Zylinder ziehen, ja, den Neubauschlüssel ganz normal an die Fahne dementsprechend öffnen, die Tür aufzumachen oder hinten an den Bändern rauszunehmen. Sehen wir gleich auf der anderen Seite. Gut. Hast du noch was ergänzen müssen? Noch eine andere Sache ist, bei vielen Geldtransportern oder auch bei neuen Fahrzeugen, bei neuen Kleintransportern hat man oftmals hier noch so einen Mechanismus. In diesem Fall ist es, weil es ein älteres Modell ist, ein Mechanismus, der hier elektronisch mal zu bedienen war, um die Tür von innen zu entriegeln. Ja, wenn man gleich mal reinguckt, da ist auf dem Armaturenbrett gibt es Knöpfe, damit kann man die Tür entriegeln von innen und auch verriegeln. Weil da vielleicht, wenn der Fahrer ansprechbar ist, mal kommuniziert, dass er hier hinten vielleicht direkt die Tür aufmachen kann, kann ich sie einfach aufschieben und bin schon mal drin.
ne, als weitere Möglichkeit. Einfach mal so im Hinterkopf haben, wenn ich so ein Fahrzeug habe, ist das eine Möglichkeit. Gut. Ansonsten habe ich soweit nichts, das schauen wir gleich mal rüber, wie die das gemacht haben, wie die Tür rausgenommen haben und auch wie sie dann hier weiter reingekommen sind. Wie weit sind die da drüben? Paul, auf 2 Minuten. Gut. Ansonsten, wenn ich dann schon mal so weit bin, und das sehen wir gleich drüben, wenn diese Tür raus ist, dann habe ich schon mal eine große Öffnung, hier eine große Öffnung und auch da, um in den Innenraum reinzukommen. Ich habe nicht nur eine Versorgungsöffnung, ich habe eventuell, wenn der Fahrer nicht eingeklemmt ist, habe ich eventuell sogar schon mal eine Befreiungsöffnung. Wenn es jetzt um den Fahrer geht, dann können wir achsengerecht hier schräg rausretten mit dem Spineboard oder so. Das müsste gehen, wir gucken uns das gleich drüben mal an, wenn die Tür raus ist. Wie gesagt, hier geht sie jetzt nicht auf, weil der Boden ein bisschen verzogen ist. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Das wäre eine relativ einfache und schnelle Möglichkeit. Weil auch hier, genauso wie da hinten, hier in diesem Raum, brauche ich keine große Sicherung, keine große Panzerung. Diese Tür ist nicht sonderlich schwer. Wenn die hier gleich drüben mal raus haben, können wir die mal anheben, da ist nichts drin. Genauso wie hier bei den Hecktüren. Gut, was wir danach machen wollen, um schon mal ein bisschen vorzugreifen, um gleich weiterarbeiten zu können. Wir wollen gleich mal sehen, ob wir nicht die Fahrertür drüben rauskriegen. Als weitere Möglichkeit. Einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen kennenlernen. Es ist halt ein verstärktes Fahrzeug, das werdet ihr vorne auch merken. Aber um so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen, werden wir das gleich mal vorne einmal durchspielen. Nur, dass ihr jetzt einfach mal seht, das hier wäre eine einfache Möglichkeit, um dran zu kommen. Gut. Schauen wir gerade mal rüber. Okay. Die Leute sind schon da für euch. Ja, ihr erklärt aber doch unsere Gruppe wieder, was ihr hier gemacht habt, was das Problem war. Oder? Ja. So wie wir es eben gemacht haben. Nur einmal tauschen und zeigen, dann wieder zurücktauschen. Naja, ich sag jetzt wegen dem Problem. Die Ausbilder bleiben noch an dem Fahrzeug, wo wir vorher waren, oder? Vorher haben wir gesagt, wir gehen mit der Gruppe rüber und alles klar, okay. Gut. Okay. Gut? Nein? Gut. Okay. Ja. Also ich habe das gerade eben beobachtet. Wir sind hier rangegangen, waren mit dem Spreizer relativ weit oben. Man kann auch direkt hier unten an die Schiebeschiene mit rangehen. Genau das ist passiert wieder. Der hat uns am Spreizer hier gestanden, die Tür kam hier direkt entgegen. Ja, da muss man halt schon aufpassen. So, jetzt sieht man, okay, das Fahrzeug ist ein Stück weit anders aufgebaut. Aber wir haben hier auch eine Schiebetür, dementsprechend keine Türbänder. Hier wäre die mittlere Wahl ganz einfach, den Zylinder zu ziehen. Ja. Und wir sehen da, wir sind schon direkt dann beim Fahrer. Wir sind direkt hinter dem Fahrersitz. Ja. Das heißt also, der Grundgedanke, Fahrer eingeschlossen, eingeklemmt, über die Fahrertür erstmal ranzugehen, ist eine Variante, aber sofort den Trupp zumindest mal zu erkunden, ja, haben wir Alternativen. Kommen wir anders da rein. Sollte der eingeklemmt sein, zum Beispiel im Fußraum, ja, dann ist auch hier wieder der Punkt zu überlegen, weniger ist manchmal mehr, ja, ob es vielleicht eventuell nicht Sinn macht zu sagen, okay, ich drücke die Lenksäule mit dem Armaturenbrett zum Beispiel einen kleinen Teleskopzylinder zwischen den Beinen einfach nach oben. Ja? Die Lenksäule geht hoch, stütze ich Armaturenbrett, Querträger dagegen und drücke alles mit. Oftmals sind es ja nur wenige Zentimeter, die wir tatsächlich brauchen. Bevor ich jetzt irgendwo das Große, was wir im Anschluss schon machen wollen, ja? Aber das große Programm im Endeffekt fahre. Also das, was ich gestern auch erwähnt habe in der Theorie, gerade bei der neuen Fahrzeugtechnik, dass ich genau gucken muss, wenn er eingeklemmt ist, wo klemmt er denn tatsächlich? Und nicht einfach ein großes Loch drumherum machen und dann sage, ach, es war ja am Ende gar nicht so viel. Aber für die Rettungszeit 40, 45 Minuten gebraucht. Das hilft dem nicht. Das ist so das Typische, absolut den Fokus vom Patienten verloren. Ja? Und wenn ich mal dran bin, das wissen wir alle,
Dann gehen die Scheuklappen immer weiter zu, ja, wir kommen so der typische Tunnelblick, ja, sind dran, sind am Arbeiten, ja, und haben überhaupt kein Gefühl mehr zu der Zeit. Und das darf uns nicht passieren. Ja? Also, nur weil wir viele schöne, große, teure Geräte irgendwo alles auf dem Fahrzeug verladen haben, heißt noch lange nicht, dass wir das alles einsetzen müssen. Okay? Fragen dazu? Gut. Dann gehen wir gerade wieder zurück zu unserem Fahrzeug. Fahrer seid, haben wir gesagt, bei dem Fall. Ja, okay. Wir wollen jetzt hingehen, wollen sagen, okay, das reicht uns hier nicht aus. Wir sind jetzt in der Zwangslage, müssen drüben. Fahrer ist eingeschlossen, im Fußraum eingeklemmt und Platz schaffen. Das heißt also, die Tür muss auf jeden Fall raus. Wie würden wir das machen? Vorschläge. So wie in der Präsentation gestern. Bitte? So wie in der Präsentation gestern. Gut, schauen wir uns an. Das, was ich vorher gesagt habe, schon vom Klopfen her. Hör mal, schon stabil. Dementsprechend auch. Auch hier von der Säule her gesehen. So. Relativ einfach, wenn wir hier oben ansetzen. Brauche ich das Gerät nicht großartig festhalten, ja, sondern lass es einfach nur nachrutschen. Ich schäle ganz einfach den Kotflügel weg. Ja. Die Kollegen von haben versucht, irgendwo hier reinzukommen, Spalt zu schaffen, mehrmals hin und her. Funktioniert genauso, dauert länger. Und wie sage ich immer so schön, beim Essen darf man schwitzen, aber nicht beim Arbeiten. Ja. Und wenn das Gerät hier oben drin steckt, dann brauche ich einfach nur die Richtung halten, die Balance halten. Ja. Was soll ich das Gerät als festhalten? Und kann es einfach nachrutschen lassen. Das werden wir jetzt machen. Wir schälen ganz einfach den Kotflügel nach vorne weg, sodass die Scharniere frei sind. Und dann gucken wir mal, wie wir mit dem Spreizer an die Scharniere tatsächlich dran gehen. Okay? Wo haben wir unseren Teamleader zum Einteilen? Da ist er wieder. Teil 1. Parallel dazu, da ja aufgrund der Oxidation von dem Fahrzeug, ja, der Verrostung, der Bodenblech ein bisschen hochgekommen ist, gucken wir mal, dass wir irgendwie, was soll ich mit dem Halligen tun oder sowas, die Tür drin aufkriegen. Die klemmt ja nur ein bisschen. Können wir dazu einteilen, dass wir nachher mal eine Öffnung haben. Okay? Gut. Wir gehen aus der Schusslinie. Da will einer raus. Biegt es um, ist okay. Mal so hängen lassen. So, okay, jetzt gehen wir an die Scharnieren.
stopp mal. Hängt er fest drin? Genau. Fahr noch ein Stück? Okay. So. Hier ein Scharnier, da ein Scharnier. Macht das Sinn, wenn wir da so vorgehen? Hebel ausnutzen. Wir können jetzt ein Kräftemessen machen. Das kann jetzt gut, das Fahrzeug ist schon älter, ist auch dementsprechend verrostet. Haben wir da drüben auch eben festgestellt. Da haben wir ein Kräftemessen gemacht. Ja? Wir kommen hier logischerweise relativ schnell an die Leistungsgrenze der Rettungsgeräte. Ich habe aber gestern erwähnt, gerade beim Spreizer und auch bei den Rettungslinde, ja, da komme ich einfach nicht so schnell an die Leistungsgrenze, wenn ich die Physik mit einsetze. Hier gucke ich einfach mal jetzt ins Kräftemessen. Wenn wir gesagt haben, okay, wir gehen weiter hier oben dran und schaffen mir einen Spalt, das Ganze ist hier steif, haben wir schon festgestellt, ja, setzen Holz dazwischen, ja, und haben einen ganz anderen Hebelweg. Bin ich besser aufgestellt. Das versuchen wir also. Es muss jemand parat stehen, mit dem Holzkeil, der ihn unterstützt. Er setzt hier, wo er wunderbar drankommt, hier oben an, schafft sich schon mal einen Spalt, sodass man gleich nachrutschen kann. Warte, bis er da ist, mit dem Holzkeil. So, nimm den mit dem Holzkeil, dass er Bescheid weiß. Setz schon mal nach. Ja. Er hat den, okay. Und so. Einfach nur, dass er drin ist, Finger aus dem Spiel lassen, genau. Kommt, reicht aus, fahren wir weiter. So. Wo würde ich jetzt im Spreizirm ansetzen? Wo? Normalerweise wo? Nein, warum? Das machen wir beim herkömmlichen Pkw, beim Transporter ganz genauso. Jetzt überleg dir mal, setz mal ab, brauchst du nicht so lange festhalten. Gehen wir von aus, von einem normalen Fahrzeug. Wird leider Gottes immer wieder gemacht. Es wird irgendwo in der Mitte an den Scharnieren angesetzt. Jetzt ist das Ganze nicht so gesund, wie es hier aussieht, sondern das Ganze verkrumpelt. Beim normalen Fahrzeug ist das, sind das die Weichteile, der Fensterrahmen. Wie sieht das oftmals aus? Der Patient sitzt drin, hier ist der Fensterrahmen. Der Spreizer wird irgendwo angesetzt, jetzt habe ich, sagen wir mal, 50-50. Entweder es geht vom Patient weg oder ich habe genau die Mitte, es kommt hier rein. Was wird in der Regel gemacht? Der Einsatzleiter sagt, stopp, Spreizer auf die Seite, Schere bei. Fensterrahmen abgeschnitten, bei dem einen Teil da drin kann ich schon sagen, rüge mal ein Stück, da kommt das Material, der hängt halt da drin, ja, und dann geht es weiter. Das kostet Zeit ohne Ende. Wenn ich aber gleich und hier oben, und das ist auch beim normalen Fahrzeug ein Punkt, zum einen, wo ich direkt erkennen kann, das ist sehr stabil. Das hängt damit zusammen, dass die A-Säule beim Crash, beim Frontalcrash nicht einknickt und das Dach oben runterkommt. Und das ist ein Bereich, wenn ich hier was als Gegenlager reindrücke, das kann ich hier oben noch ein Stück weit kontrollieren. Wenn ich hier unten was, ihr habt gesehen, wie das nachgegeben ist, wenn ich hier unten irgendwo ansetze, da ist dahinter, zwar sehe ich, dass das Blech sich bewegt, aber was an Plastik, Kunststoff, alles dahinter steckt, wo die Beine sind, das kann ich nicht sehen. Das kann ich gar nicht so kontrollieren. Und wenn ich jetzt hier weiter rausgehe, die Tür lehnt sich hier unten am Schwelle ab. Ob das der Transporter ist oder ob das ein LKW ist oder ob das ein ganz normaler PKW ist, das ist ganz egal. Und jetzt kommen wir wieder zum Hebelgesetz und zum einen auch, hast du vielleicht gut gefrühstückt, bist ein kräftiger Kerl, aber hier sind wir wieder beim Punkt, beim Arbeiten schwitzen wir nicht. Wir legen den einfach hier oben drauf. Macht es doch einfacher. Guckt mal, der Drehpunkt ist hier unten. So. Und jetzt könnt ihr genauso mit der Tür ganz rausgehen. Jetzt gucken wir mal, wo der hinfährt. Wir sehen, das Material geht vom Insassen weg. Wenn es dann nicht ausreicht, hat es nicht ganz gereicht, dann muss ich ein Stück weit tiefer ansetzen, das ist nicht das Problem.
Aber die größte Kraft haben wir damit schon über, beziehungsweise den größten Halt haben wir damit schon überwunden. Die Tür nehmen wir raus. Also unterstützt ihn dabei. Ihr dürft ihm gerne helfen. Soll es jetzt ausreichen? Müssen wir den Spreizer nochmal ansetzen. Gehen wir erstmal auf die Seite. Danke. Das ist gerade mit runtergefahren, das brauche ich auch. In der Realität, ja, beim Einsatz, denken wir dran, dass wir hier was dazwischen klemmen. Da hätten wir es hier uns einfacher gemacht. Das könnte ein Handschuh sein. Das könnte sein. Päckchen Zigarette, die vielleicht der Fahrräder oben drin hat, weil der erste Zugriff hatten wir schon gehabt. Ja, das könnte ein Päckchen Tempo sein, ja, oder das könnte, wir hatten hier eine Rückenbeflockung hinten, keine? Wer hat eine? Ja, der hatte eine, jawohl. Am besten vom Einsatzleiter, gell? Wird er eliminiert, schön, da ist noch ein bisschen Kraft dabei, dann können wir das wunderbar da reinstecken. Ja, dann mache ich mir das einfacher. Übungssinns machen wir das nie, weil irgendwo wir ein bisschen Halt haben, ja, und dadurch vergessen wir das in der Regel auch an der Einsatzstelle, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, ganz einfaches Spiel. Weil immer dran denken, wie mit vielen Sachen, wie wäre es denn, wenn alles normal wäre und er wollte aussteigen? Der benutzt den Hebel. Ja? So, machen wir wieder den Feuermann aus Ihnen. Gut. Okay. Gut. Wunderbar, jetzt sehen wir hier, die Tür ist raus. Wer hat sie gerade weggetragen? War schwer? Hatte schon ein bisschen Gewicht, ne? Gewicht hat es ein bisschen. Das Gewicht kommt, ihr habt es eben auch gesehen, am Glas habt ihr es gesehen, ne? Das war ein bisschen verstärkt, das ist nicht gesprungen großartig, da sind ein paar kleine Risse entstanden, aber das war nicht viel. Ne? Das ist halt diese Armierung da drin, die kleine Panzerung. Jetzt haben wir hier ein weiteres Problem, er wurde nachträglich aufgerüstet quasi mit den Verstärkungen, deswegen die Tür war nicht übermäßig schwer, das ist wahrscheinlich wie hier hinten eine fast ganz normale Tür, nur jetzt haben wir hier unsere Verstrebungen kommen immer noch nicht ganz an den Fahrer ran, schon gar nicht an den Fußraum. So, was machen wir jetzt? Was haben wir für Möglichkeiten? Rausdrücken. Bitte? Rausdrücken. Rausdrücken. Wie? Von wo? Einmal quer durch die Hütte. Einmal quer durch die Hütte möchte drücken. Ja, kann man versuchen, wenn man dann reinkommt. Wenn wir jetzt sagen, das ist unser einziger Zugang, müssten wir ganz über den Patienten klettern, der sitzt ja hier. Müssen das Ding gut schlagen. Genau, das ist nämlich die Überlegung. Wie ist das Teil da drin befestigt? Sag's mal laut. Das kannst du rausschrauben. Er sagt, zur Not kannst du es rausschrauben. Also wer gleich mal reinguckt, auf dieser Seite ist das Ganze verschraubt. Mit ein paar Schrauben, ich zähle jetzt 3, 4. Er sagt 8 oder 9. Wenn wir hier vorne mal reingucken, lässt sich ein bisschen bewegen. Ich glaube, da vorne ist es nur eingesteckt. Aber das wäre eine Möglichkeit. Was hätten wir sonst noch vielleicht für eine Möglichkeit? Mit der Flex oder mit der Säbelsäge. Die Kollegen haben das drüben gleich ausprobiert. Wir können es auch gerne einmal ausprobieren. Einfach mal ansetzen. Ja. Einfach mal ansetzen und versuchen, hier reinzuschneiden. Wäre ja ein relativ schneller Weg, bevor wir anfangen, mit 10er Schrauben, 10 Schrauben irgendwie da unten, wo wir kaum rankommen, rauszuschrauben. Probiert es einfach mal aus. Vielleicht auch mal so weit nicht. Kannst du auch ausprobieren. Vorsicht. Ja, alles gut? Ja. Die gehen nicht.
meistens wesentlich schneller und einfacher. Ne? Also das Material ist tatsächlich so stabil, da kommen wir nicht mal mit der Säbelsäge weiter. Also ist wahrscheinlich das Mittel der Wahl, aufschrauben. Haben wir was hier? Ich habe was hier. Wegspreizen wäre auch noch eine Option, wir brauchen aber Halt dafür. Ne? Meinst du hier zwischen? Probiert's aus. Probiert's aus. Ja, wir müssen mal dran denken, da sind Patienten drin. Ne? Also habt den mal immer im Blick. Dass ich auch weg. Ich muss auch erstmal oben hin. Also wir sehen, wir hatten eine Schwierigkeit, aber wenn wir ein bisschen ausprobieren, mit dem Spreizer klappt. Na, also das ist halt der Trick. Bei neueren Fahrzeugen, die werden von vornherein so ausgerüstet, da werden wir wahrscheinlich diese Schwierigkeit nicht haben. Aber es kann halt passieren. Bei dem Fahrzeug da drüben, wo wir erst waren, hatten wir es auch nicht. Da war die Verstärkung direkt in der Türen. Hier hatten wir sie nachträglich eingebaut. Und es war eine weitere Hürde für uns, einfach, dass wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir so einen Geldtransporter haben oder so ein Sonderschutzfahrzeug haben, dass wir es haben können, dass wir nicht nur eine Tür haben, sondern dahinter vielleicht auch noch was. Aber jetzt haben wir schon mal einen guten Zugang zum Patienten. Jetzt hatte Thorsten gesagt, der Patient ist eingeklemmt im Bein- oder Fußbereich. Sprich, wir wollen versuchen, wie wir es kennen, bei Kleintransportern, den ganzen Vorderwagen etwas nach vorne zu drücken. Dafür brauchen wir nicht viel Platz. Standardmäßiges Vorgehen, wo ist der Gruppenführer? Du teilst dir wieder deine Leute ein, zeig dich kurz an, kriegst ein Stück von mir. Und dann versuchen wir mal, hier den Vorderwagen ein bisschen nach vorne zu drücken. Ja, okay, ich würde sagen, wir nehmen den Zylinder, setzen den hier an, hier und hier. Schneiden den, doch geht wohl. Wir schneiden den vor der Scheibe hier ein, versuchen dann den Wagen so nach vorne zu drücken. Den Reifen müssen wir. Eine Messe, genau. So, wenn wir nicht mehr die Arbeit haben, dann Thank you.
Stopp mal. Stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Machen wir den Schlag mit weg. Mal vom Grundsatz her. Wir arbeiten doch alle zusammen. Auch eben im Spreizer. Lass den doch jenigen, der mit dem Rettungsgerät ist, da vorne nicht im Regen stehen. Ist doch relativ einfach. Wir sehen, dass die Scheibe sich bewegt. Wenn wir ganz einfach die Scheibe ein Stück weit wegnehmen und hängen ein Stück Holzkahl dazwischen, dann habe ich Luft genug hier vorne, wenn wir am Schneidgerät drumherum gehen und muss hier nicht einfach nur ins Glas reinschneiden, wo alles durch die Gegend spritzt. Ich kann mir das eben doch einfach machen. Ja? Oder ihr habt schon das Hannigan-Tool bereit. Okay? Also lass dir das ein Stück weit weghebeln. Ja? Nimm dir eine dazu und dann kannst du das Ganze einsetzen nur mit der Säule. Ja, jetzt hat er hier angefangen, lass ihn ruhig mal schneiden, dass man einfach mal sieht, was geht nicht. Ja. Guck mal, vielleicht geht die Scheibe sogar ganz raus, das wäre noch besser. Probiert's doch. Habt ihr gut gefrühstückt? Ist ja nicht dick. Einen Kalender drin. Was macht ihr denn Scheiß? Ich denke, das machen wir nicht. Ich versuche das. Komm, wir gehen zum Bier. Da Bier das mal dran. Ja. An der Seite. Ja. An die A-Säule. Ja. Und das gespeist oder etwas. Ist nicht einzuschneiden, wirklich. Wenn ich reingekommen? Nein. Ja, oben lag das schon. Na doch, das ist ganz gut. Und unten? Okay. Selbst live. Wir sehen hier, es funktioniert mit der Schere. Ihr habt aber auch gesehen, A, dass es ganz schön lange gedauert hat, B, dass sie sich mühselig durchgefressen hat. Ne, hier oben, hier sehen wir es schön hinter dem Teppich. Das hier ist nämlich nochmal eine zusätzliche Verstärkung, die auch nachträglich da eingebaut wurde. Ne, wir hatten A-Schwierigkeiten aufgrund dieser Stärke, einmal sie zu greifen und dann ging es nur ganz mühselig durch. Hier unten das Gleiche. Ne? Sie hat sich zwar durchgefressen, aber ziemlich lange gedauert. Ihr habt auch gehört,
Das ist normalerweise, das ist ein T4. Ne? Das ist jetzt kein hochmodernes Fahrzeug. Es, aufgrund der Verstärkung, die hier drin sind, aufgrund dieser Panzerung, hat es schon länger gedauert und wir hatten unsere Schwierigkeiten. Aber es funktioniert. Ist nicht unmöglich. Gut. Zu belegen gilt, wir drücken jetzt den Vorderwagen so weg, aber vom Grundsatz auch wieder her. Wenn der da am Fußbeinbereich eingeklemmt ist, sprich der hat von hier vorne schräg oder komplett von der Front seinen Aufprall gehabt. Ob wir überhaupt anschneiden. Generell auch bei den Fahrzeugen. Ja? Weil es kann mir auch relativ schnell auch passieren, wenn ich Entlastungsschnitte irgendwo reinmache, dass das vielleicht ein Fehler war. Weil wir haben vom Grundsatz her, muss uns auch hier wieder klar sein, das Material muss erstmal dahin, wo es hergekommen ist. Wenn ich aber irgendwo Entlastungsschnitte reinmache, dann schwäche ich die Struktur und gebe unter Umständen schon einen gewissen Weg vor, den ich gar nicht haben möchte. Das heißt also, da wo das Zylinderfleisch angesetzt wird, dass sich das Fleisch rausdreht. Ja? Also, einfach zu überlegen, ob ich nicht mit 1 unter Umständen vielleicht mit 2 Zylindern parallel zum Schweller hin das Ganze dahin drücke, das was der Karosseriespengel ja schlussendlich auch machen würde. Er zieht das Material wieder raus, er bringt es dahin, wo es hergekommen ist. Ja? Also, ist kein Allheilmittel, die Entlastungsschnitte wegzulassen, aber vom Grundsatz her zu überlegen, gerade in dem Bereich, wenn ich feststelle, ich habe da kriege ein Problem im Schneidgerät. Ja? Da wo das Material hergekommen ist, ne, da würde es ja auch wieder hingehen. Das ist ja nichts anderes als Cross-Ramming. Und wie Thorsten gerade schon sagte und auch in seiner Präsentation hatte, wenn einer nicht ausreicht, verstärken wir unsere Kraft und nehmen einen zweiten Zylinder dazu. Warum nicht? Also wir versuchen es jetzt, mit einem Zylinder hier mal gegenzudrücken und mal gucken, wie weit wir kommen. Diese Variante oder ansonsten gibt es zu überlegen, dass man das im Endeffekt auch macht wie bei der Lkw-Rettung, dass ich meinen Schwerpunkt hier mal in Schlosshöhe nehme und fahre hier das, was ich gesagt habe, ja, parallel zum Schweller und drücke das nach vorne weg. Ja. Steht also auch die Möglichkeit. Immer daran denken, oftmals sind es, was ich am Anfang erwähnt habe, wenige Zentimeter, die wir tatsächlich benötigen. Ja. Wenn wir dann die Seitentür gesehen haben mit der Verbindungstür hinten in den Laderaum, Patient da reingesetzt,
und wir sehen, Zylinder genommen, ein kleiner Teleskopzylinder zwischen den Beinen, Lenkrad hochgedrückt gegen Armaturenbrett, würde oftmals schon ausreichen, hinten raus, fertig. Hätten wir uns das Ganze hier sparen können. Ja? Okay, aber meistens da, wo derjenige auch sitzt, ja, wollen wir als erstes auch immer dran und suchen uns oftmals von der Belegung her, da können wir uns echt alle an die Nasenspitze greifen, das ist in der Realität oft so, ja, gar kein Alternativweg. Und wenn man das im Gesamten jetzt sieht, wäre das mit Sicherheit ein sehr schöner gewesen. Ja? Gut. Fragen bis hierhin. Gut, da habe ich eine Frage. Wo ist die Batterie bei dem Fahrzeug? Völlig egal. Bitte? Völlig egal. Warum? Wenn der da drin eingeklemmt ist, ist das Fahrzeug so verformt, dass die Batterie vorne gar nicht mehr verdreht ist. Wo ist die denn vorne? Ich habe gefragt, wo ist denn die Batterie? Also sagst du, ist sie... Bitte? Entweder vorne links oder unserem Beifahrersitz ist noch werkseitig eine, aber da ist ein umgebautes Fahrzeug, kann ich davon ausgehen, dass auch hinten eine ist. Weil ja, der kann über die Bordbatterie, die ganze GPS-Steuerung, den Bordfunk, die Beleuchtung gar nicht steuern. Ja. Der hat eine verstärkte Lichtmaschine und auch zusätzliche Batterien drin. Okay, also haben wir das Glück jetzt an der Einsatzstelle, dass wir jemanden haben, der von dem Fahrzeug viel Hintergrundinformationen hat, haben wir aber leider Gottes nicht immer. Trotzdem immer noch die Frage, wo ist bei dem Fahrzeug die Batterie? Wollen wir an die Batterie irgendwann mal dran im Zug des Batteriemanagement? Wieso nicht? Was will ich da dran? Welche Gefahren gehen wir denn von der Batterie aus bei dem Fahrzeug? Was? Die größte Gefahr, die ich da erstmal sehe, wenn das Fahrzeug verunfallt ist, und vorne eingebaut ist, erstmal die Inhaltsstoffe der Batterie. Der Strom ist bei dem Auto erstmal völlig voll dran. Seht ihr das alle so? Ja. Nein? Wie siehst du das? Ist mir einmal persönlich passiert, einmal eingeschnitten, das Auto hat eine Fremdklicks. Innerhalb von 2 Minuten hat es da einen Kurzschluss gegeben, dass das Auto zum Brennen angefangen hat, dass der ganze Vorgastraum verraucht wird, dass man Drucklüfter einsetzen muss. Kabelstrang irgendwann einen Kurzschluss. Ich hätte das auch nicht geglaubt, ist mir passiert. In 2 Minuten hat das Auto gebrannt. Bei einem modernen Fahrzeug nach dem Airbag sind. Ja, abgesehen davon. Ist ein altes Auto. Also generell, Batteriemanagement, deswegen sagen wir Management dazu, dass wir den Kopf einsetzen müssen. Das ist alles richtig, was gesagt wird. Ja? Das Fahrzeug kann schon anfangen zu brennen, allein schon durch Hohlraumversiegelung etc., die mit drin sind, geht das relativ schnell, da muss ich dem Kollege recht geben. Es sind viele, viele Situationen, wo das schon stattgefunden hat, wo ganz einfach auch da, wo ich nicht ohne weiteres hinkomme zum Löschen, auf einmal ein Problem kriege. Ja? Das heißt also, das Risiko wollen wir gar nicht entgegengehen. Fakt ist, Zündung aus, das ist das Erste, um ganz einfach auch Sicherheitssysteme zu deaktivieren. Und wenn ich die Möglichkeit habe und keine elektrischen Nutzen mehr von brauche, wird auch logischerweise, wenn ich die Möglichkeit habe, parallel dazu geschaut, wo die Batterie ist und die wird dementsprechend auch abgeklemmt. Ja? Also, wo könnte hier bei dem Fahrzeug die Batterie sein? Bitte? Schauen wir mal nach, ob die da drin ist. Also, dann schaffen wir uns Platz. Haben wir Werkzeug verlegen, die Batterie abzuklemmen? Nee, gell? Haben wir Werkzeug verlegen, Batterie abzuklemmen? Hast du was einstecken? Ich hab meine... Der Vase, okay. Also, nochmal, Batterie, hier vorne war also drin gewesen. Ja? Kommt ihr nochmal her, dass wir nochmal alle mal zusammen zuhören. Wenn ich die Möglichkeit habe, an die Batterie dran zu kommen, dann mache ich das. Lass ich als Parallelmaßnahmen laufen. Ja? Die Batterie wird aber ordnungsgemäß abgeklemmt an beide Polen, weil es könnte ja sein, dass ich irgendwelche elektrische Einrichtungen im Nachgang oder während den Rettungsmaßnahmen doch nochmal brauche. Dann ist es auch kein Problem, Batterie wieder anzuklemmen. Sollte ich an die Batterie nicht drankommen,
Ja, auf welche Gründe auch immer, weil sie vielleicht auch dann unter Umständen bis dahingehend, dass er unter dem Fahrer sitzt und der Fahrer da drauf sitzt, dann komme ich nicht dran. Fakt ist aber dann, das ist das, was ich gestern schon erwähnt habe, es wird auf jeden Fall das Fahrzeug deaktiviert, indem die Zündung ausgemacht wird. Ja? Und alle beteiligten Rettungskräfte werden darüber informiert, Achtung, das Fahrzeug steht noch unter Spannung. Ganz, ganz wichtig. Ja? Nochmal was ganz Allgemeines zum Thema Motorhaube öffnen. Oftmals habe ich das Problem, hier ging es jetzt relativ schnell, oftmals habe ich das Problem, dass wenn ich an der Schlossseite, also quasi von vorne anfange, dass ich hier so viel Plastik habe, dass mein Spreizer überhaupt gar keinen Halt findet. Da macht es oftmals Sinn, wenn man sich hier auch die Strukturen der A-Säule zunutze macht und da ansetzt, da habe ich auch gleichzeitig schon einen Spalt und mir einfach hier dieses Scharnier, was ich hier habe, rausdrücke. Egal, ob das jetzt zum Batterieabklemmen ist, zum Nachgucken oder ob es vielleicht sogar ein Motorraumbrand ist, wo ich an den Motorraum rankommen möchte. Ja, das ist einfach eine gute Maßnahme, hier die Ecke aufzuspreizen. Das geht oftmals besser und schneller, als hier vorne mich durch das Plastik zu fühlen, bis ich da halt gefunden habe. Nur nochmal so was ganz Allgemeines. Gut. Fragen bis hierhin? Und dann würde ich sagen, aufgrund, weil wir ja noch Zeit haben, wir fahren den Zylinder mal raus. Und nehmen einfach mal ein passendes Zylinder und gucken mal, wie das aussieht, von der Bodengruppe gegen die Lenksäule zu drücken. Ja? Schaut, wie viel Platz wir hier auf einmal gefunden haben zwischen unserem fiktiven Patienten jetzt und dem Lenkrad. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Versuche ihn nochmal umzusetzen, machen wir einfach mal das Spiel, fahre ihn nochmal ein und versuche ihn einfach mal hier mittig von der Lenksäule zu erwischen. Ich bin jetzt ein bisschen nach hinten verrutscht. Ne? Ja. Das Plastik natürlich jetzt abgeht oder was, dann machst du das jetzt einfach davor. Aber in der Regel brauchen wir das Plastik nicht entfernen. So, und wichtig ist in der Bodengruppe das Gegenlager beobachten. Wie sieht es in der Bodengruppe aus? Gut. Okay. Ja. Immer das Beobachten dabei, ja? Fahr nochmal ein Stück hoch. Okay. Gut. Okay. Machen wir einen großen Halbkreis, dass wir das sehen. Also wir sehen,
nicht nur von der Lenksäule, auch vom Kunststoff, vom Plastik her, im Fußraum, was für einen Platz wir damit erreichen. Ja? Hier brauchen wir jetzt einen größeren Zylinder, ansonsten einen kleinen Teleskopzylinder, gerade auch im Pkw-Bereich, da habe ich nicht so viel Platz. Ja? Das wäre die Maßnahme, wo ich gesagt habe, genau zu gucken, wo klemmt er denn tatsächlich. Ja? Über die Schiebetür von der Seite rein, die Verbindungstür, die wir haben, ja? Zur Not, wenn wir keinen Schlüssel haben, den Zylinder gezogen, das kann alles parallel zu laufen, Zylinder zwischen die Beine und so könnten wir den jetzt hier achsengerecht hinten über die Schiebetür von der Seite rausholen. Dann hätten wir die ganze Maßnahme hinter uns nicht sparen können. Ja? Wenn man das so sieht, einfach in der Zeitsumme sieht, was dann von der Gesamtzeit, dann von der Rettungszeit zustande kommt, denke ich, sind wir in einer sehr, sehr guten Zeit drin, ja? Dass wir den schnell und zügig da draußen haben. Okay? Gut, Fragen? Gut. Dann schauen wir uns da vorne nochmal einfach die Verglasung an und die Tür, die wir dann als Anschauungsobjekt da vorne haben. Das können wir alles so stehen, liegen lassen. Ja. So. Hier haben wir so eine Tür von einem Pkw. Ist nicht der Beschussklasse B6, B7, sieht man schon allein vom dicken Glas her. Ich lasse einfach mal hier von so einem stärkeren Fahrzeug hier das Stück Glas, bitte. Ganz einfach mal rund gehen. Einfach nur mal sehen, wie groß so eine Scheibe ist und wie groß das Stück ist. Das ist einfach irgendwo so eine Ecke nur raus. Nimm es einfach mal in die Hand, dass ihr mal seht, wie schwer das ist. Hat man allein schon ein Gefühl, was für ein Gewicht die Gesamtscheibe hat. Willst du noch was zu der Innenstruktur sagen? Nein, nur vom Glas eben. Also das hier, wenn wir uns das hier nochmal angucken, das ist jetzt zum Beispiel eine Tür, auch der Schutzklasse B4, wenn ich den weiß. Aus einer Limousine, aus einer Personenschutzlimousine. Wenn wir uns hier mal die Struktur angucken, wir haben hier, haben wir die starke Verstärkung, was die Tür auch ziemlich schwer macht. Zusätzlich eingearbeitet ist hier aber auch noch Kevlar. Ne? Hier unten liegt nochmal ein Stück, können wir auch nochmal rumgeben lassen, hätten wir ganz gerne wieder. Man sieht einfach, dadurch wird die Tür sehr stabil, aber auch sehr schwer. Ja, wie Thorsten gestern bei der Präsentation sagte, wenn wir die einfach mal rausspreizen, können uns auf einmal 200 Kilo entgegenkommen bei der höheren Schutzklasse. Die sind jetzt nicht ganz so schwer. Also wenn ihr die gleich mal anheben wollt, das ist nichts. Ne? Aber schon schwerer als eine normale Fahrzeugtür. Gibt es noch Fragen von eurer Seite her? Nein, nein, das ist ganz normal. Fensterheber drin, die Scheibe kann auch nach unten fahren. Ja. Also die Funktion ist gegeben. Ja. Okay. Also, dann zu denken, mit so einer Verglasung, so eine Tür kann bis zu 200 Kilo haben. Mit der dicken Verglasung, ja. Insgesamt mit der Struktur. Je nachdem, wie die aufgebaut ist, ja. Aber bei der höchsten Schutzklasse im Bereich B7 bis 200 Kilogramm so eine Tür ist möglich. Gut. Auch nochmal dran denken. Ja, es gibt schon mal. Ja, ja. Nein, du hast ja den Rahmen dabei und der Rahmen ist ebenso verstärkt. Nein, es gibt hier auch die Bullmann oder sonst irgendwelche Firmen, wenn die ganz einfach das geschlossen ist. Dann kommst du da nicht zwischen. Aber auch das ist verstärkt. Ne? Auch das ist verstärkt, hier oben der Rahmen. Ne, das haben wir, das habt ihr in der Präsentation gesehen und wir auch eben hier. Das ist gar nicht besonders gut zu. Ne, aber auch nochmal die Kommunikation zu dem Patienten, wenn er ansprechbar ist, durch solche Scheiben oder durch, wo ist die große, das böse Stück Scheibe? Durch bis zu 8 cm dicke Scheibe, ist einfach nicht möglich, der versteht euch nicht. Mhm. Ne, dass ihr das auch im Hinterkopf behaltet. Nee, das kannst du nicht. Hat der Franz mitgebracht. Gut. Noch eine Frage? Okay, das ist jetzt Mittagessen. Seid ihr in der glücklichen Lage, einer der Ersten zu sein? Ist immer gut. Das Essen auch noch heiß.
Ja? Vielen Dank, viel Spaß noch. Danke.